Hi und willkommen zurück zur 63. Folge der Admiral Sport Show. Schönen Abend an die Wohnzimmer dieses Landes und an all jene, die mit dabei sind im Chat hier bei uns in der Admiral Sport Show, entweder auf YouTube oder auch auf Twitch, je nachdem, wo ihr es euch gemütlich gemacht habt. Kathi, schon einiges los wieder im Chat und auch heute in der Show. Heute ist einiges geplant. Es geht natürlich ums Thema Fußball, aber auch ums Thema Motorsport mit einem Stargast heute. Genau so ist es, nämlich mit Corinna Kamper. Die wird bei uns Platz nehmen in Kürze hier im Studio. Wir haben auch ein wunderbares Spiel heute mitgebracht. Es gibt einiges zu besprechen, das letzte Rennwochenende, die Rennwochenenden, die dann unmittelbar auch bevorstehen. Also langweilig wird uns in der nächsten knappen Stunde, wer weiß, wie lang es dann auch immer wird, sicherlich nicht werden. Und euch hoffentlich auch nicht, vor allem auch, weil wir natürlich an euch auch wieder in vielerlei Hinsicht gedacht haben, unter anderem mit unserem heutigen Gewinnspiel. Heute gibt es für euch zu gewinnen einmal 50 Euro Wettguthaben plus ein Autogrammkartenpackage von Corinna. Nehmt sie mit, was genau das ist, das werden wir uns dann in Kürze anschauen. Lasst uns auf jeden Fall überraschen. Aber Benni, vor allem die große Frage, wie gewinnt man denn das? Die große Frage, die leiten wir gleich weiter. Schreibt hinein in den Chat, wer euer Lieblingsrennfahrer ist oder eure Lieblingsrennfahrerin natürlich und das am besten aller Zeiten. Also ihr habt die komplette Wahl, wenn ihr hineinschreibt in den Chat, um dann unseren heutigen Gewinn abzustauben. Da Kathi, schauen wir auf den Chat, weil da ist auch genau schon einiges los. Ramon schreibt, hallo Benji und Katie, Christian ist am Start, Pipsi Trem wie immer. Pipsi, born ready, bereit geboren. Daniel schreibt, hallo, Underdog, hallo zusammen, wieder einiges los. Leni auch Chat. Da heute, super Gast heute. Da freuen wir uns schon. In Kürze ist sie da bei uns. Schreibt hallo, doch mal gerne, wo ihr gerade schaut. An diesem heißen Donnerstagabend seid ihr zu, keine Ahnung, im Garten, am Balkon, mit dem Smartphone in der Hand am Admiral Sport Show schauen. Seid ihr im Wohnzimmer, schreibt es uns mal. Das würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Oder Admiral Sport Show Public Viewing. Ja, das wäre mal was. Das wäre was. Und ich muss es auch sagen, auf Twitch, wir haben jemanden auf Twitch. Ace Pink Cactus. Das freut uns ganz besonders natürlich. Mit einem der coolsten Namen hier bei uns in der Community. Underdog auch da. Lieblingsrennfahrer momentan kommt schon von Christian Tesarek. Fernando Alonso natürlich. Unfassbar, wie er dieses Jahr performt. Darüber werden wir dann auch in Kürze natürlich sprechen. Schönen Geburtstag, glaube ich, noch an Marcel Kammhuber, der heute seinen Ehrentag feiert. Happy Birthday. Marcel, bist du auch im Chat? Schreib mal kurz, ob du auch deinen Geburtstag hier mit uns verbringst. Auf jeden Fall alles, alles Gute. Und vor allem, wie alt wirst du denn? Das würde mich interessieren. Das interessiert dich und mich interessiert, dass wir jetzt dann langsam aber sicher übergehen zu unserer Rubrik mit dem Namen Senf der Woche. Ihr habt, wie gehabt, auf Instagram abstimmen können, was euch besonders interessiert hat im Verlauf der letzten Woche oder natürlich auch heute. 3 Themen zur Auswahl. Einmal Wimbledon, einmal Adi Hütter zu Monaco und das Thema, das sich dann ganz knapp, Kathi, man muss es sagen, 7% waren es am Ende durchgesetzt hat, nämlich Carlo Ancelotti, der am Weg ist zur Seleção, zur brasilianischen Nationalmannschaft dann im Sommer 2024. Gerne auch eure Meinung gefragt, hinein in den Chat, neben die vielen Teilnahmen am heutigen Gewinnspiel. Kathi, was ist in Sachen Ancelotti deine Meinung und dein Status quo? Ja, und vor allem erstmal war es ja super spannend. Es gab ja lange, lange Gerüchte, dann haben irgendwie die Brasilianer verlautbart, er wäre schon fix dort, dann war er plötzlich ein bisschen angefressen, weil er gesagt hat, hey, ich habe da noch gar nichts fixiert, aber jetzt soll es wohl fix sein, dass er dann ab Juni 24 zu der Seleção wechselt, dass er quasi jetzt noch das Jahr mit Real Madrid dann fertig macht, also die kommende Saison mit David Alaba zum Beispiel, und dass er dann dort am Start sein soll. Copa America Weltmeisterschaft, das soll dann alles schon Ancelotti übernehmen. Aber sagt mal, Chat, was sagt ihr dazu? So hättet ihr damit gerechnet? Und vor allem die große Frage, wer übernimmt jetzt bei Real Madrid? Vielleicht Julian Nagelsmann, denkt sich auch ein Twitter-User, den wir da jetzt zumindest mit einem Tweet ins Bild hineinfliegen lassen, der da geschrieben hat, es ist offiziell, Ancelotti verlässt nach der neuen Saison Real Madrid und wird neuer Teamchef von Brasilien eben. Und dann schreibt er noch, jetzt muss Nagelsmann nur noch ein Jahr warten. Doch die Frage ist, ob das so leicht ist. Er ist seit März unter Anführungszeichen vereinslos oder arbeitslos. Wenn du dann mehr als 12 Monate keinen Verein trainierst, ist es auch für einen Trainer der Größenordnung Nagelsmann natürlich nicht so leicht. Du musst im Gespräch bleiben, du musst am Trainingsplatz stehen als Chefcoach. Das ist dann natürlich auch die Frage, ob er sich da so lange auch Zeit lassen möchte. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Chat, schreibt es gerne rein. Wie sieht Sie die Rolle von Carlo Ancelotti bei Brasilien? Und vor allem, wer wird der neue Trainer bei Real Madrid? Zidane wieder zu Real, schreibt Christian. Das wäre auch spannend auf jeden Fall. Was denkt Sie? Das in jedem Fall. Schreibt es mal kurz hinein, schauen wir mal, was reinkommt. Du schaust derweil kurz drauf. Ich werde den Chat im Auge behalten. Und ich merke noch an, dass das, glaube ich, für Ancelotti aber gut passen würde beim brasilianischen Nationalteam. Ein erfahrener Trainer mit seinen 64 Jahren in allen Top 5 Ligen. Auch einen Titel geholt, wenngleich Frankreich ja jetzt offiziell keine Top 5 Liga mehr ist, aber zum damaligen Zeitpunkt eben war es noch der Fall. Deutschland, Frankreich, Spanien, England und Italien. Da hast du dann auch schon einiges. Hast du mitgezählt? Ich habe extra mitgezählt. Champions League hat ja auch abgeräumt, also ein absoluter Erfolgstrainer. Jetzt gab es im Vorfeld so ein bisschen die Gerüchte, ob er sich in Ruhestand setzen will nach Real Madrid. Aber ich glaube, wenn Brasilien anklopft, kann man schwer Nein sagen, oder? Das denke ich auch. Vor allem, er ist auch im passenden Alter für einen Nationalteamposten, finde ich. Hat auch die Aura, die er mitbringt, um einen so großen Job anzunehmen. Ja. Definitiv. Wenn gleich früher gefühlt die Namen noch etwas größer waren beim brasilianischen Nationalteam, ist es dennoch eine Mannschaft. Ich rede jetzt von den Spielern. Trainer natürlich. Aber so gesehen und vor allem auch spannend, erster ausländischer Coach seit den 1960er Jahren bei Brasilien. Also spannend. Auch das. Schauen wir mal, was eine interessante Chat sagt. Sache. Wonderboy meint, Ancelotti bei Brasilien finde ich ganz interessant. Philipp Ebner meint, ich denke, Nagelsmann ist sicher Thema bei Real Madrid. Und ich finde, das harmoniert perfekt, schreibt Dipstrem, auch wenn es schade ist für Real. Kritische Meinungen, Steve zum Beispiel meint, Ancelotti wird nicht so erfolgreich bei Brasilien sein, aber er stimmt zu Real, sollte sich Nagelsmann dann krallen. Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend, wenn wir im Hinblick auf die WM schauen. Schauen wir mal, was uns dann erwarten wird. Auch spannend übrigens die meistgestellte Frage, wenn man auf Google Carlo Ancelotti eingibt, da kommen ja immer so Suchvorschläge, so Fragevorschläge. Ja. Die erste Frage war, welche Kaugummis isst Carlo Ancelotti? Und welche ist er? Das musst du selbst recherchieren. Aber ich habe es interessant gefunden, dass Kaugummis offenbar für die Google-Welt interessanter sind als die neuesten Gerüchte rund um Carlo Ancelotti, wenngleich sie natürlich auch schon zumindest vom Präsidenten bestätigt sind. Und jetzt ist das Thema ausgesprochen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde sagen, dann kommen wir heute zu unserem Stargast. Begrüßen wir Sie bei uns bekannt aus dem Fernsehen von der Motorsportwelt. Wir begrüßen bei uns Corinna Kamper. Und da ist sie auch schon am Weg zu uns ins Studio. Hi, schön, dass du da bist. Dankeschön. Hallo. Hi. Schön, dich hier zu haben. Danke. Wie geht's? Danke für die Einladung. Wie geht's dir erstmals? Und zweitens, du hast uns ja was mitgebracht, aber erste Frage natürlich, wie fühlst du dich, wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Also es ist noch immer relativ viel los, aber macht noch immer alles riesig Spaß. Aber auf was alle zu Hause wahrscheinlich warten werden, sind nämlich die Autogrammkarten, die ich mitgebracht habe, das Autogrammpaket. Auf der einen Seite eine Autogrammkarte, original signiert, man sieht da ein bisschen in Silber, von Pierre Gasly, als er noch bei Alpha Tauri war. Eine Autogrammkarte von Mick Schumacher bekommt man nämlich nicht mehr, somit wirklich was Rares. Auch original signiert. Und zwei Autogrammkarten von Esteban Ocon. Wow, sehr cool. Sehr, sehr cooler Gewinn. Die 50 Euro Admiral Wettguthaben gibt es auch noch dazu. Also ein wunderbarer Gewinn und viele wunderbare Fragen auch schon im Chat von euch. Beginnen wir aber trotzdem mit einer Frage unsererseits. Hast du Lust loszulegen? Soll ich? Gerne, kannst gerne anfangen. Dann mache ich das, um auch zurückzublicken auf das, was am vergangenen Wochenende war. Grand Prix von Spielberg. Für die heimischen Motorsportfans natürlich das Highlight schlechthin. Wie hat es dir rückblickend gefallen? Ja, für mich war es tatsächlich, der Red Bull Ring ist ja eigentlich mein Zuhause. Also ich kenne den Red Bull Ring noch selbst aus aktiven Rennfahrerzeiten sehr gut, bin dort Millionen von Runden schon gefahren. Bin dort auch als Instruktorin tätig, also noch immer und deshalb auch jetzt ist es wie ein zweites Wohnzimmer. Für mich war es jetzt der dritte große Preis von Österreich, der eigentlich zu Hause stattgefunden hat im Red Bull Ring und es ist halt immer ein unglaubliches Erlebnis, wenn man sieht, wie viele Zuseher das dort sind. Es war ja Zuschauerrekord letztes Wochenende mit 350.000 Menschen, die dort waren und dem Max Verstappen gehofft haben, dass er gewinnt und ja, Red Bull Ring ist halt immer was ganz Besonderes, weil es zu Hause ist. Wie sehr hast du gehofft, dass Max Verstappen gewinnt? Oder objektiv, wie sich's gehört? Ehrlicherweise, ich habe es gewusst, also sehr stark geahnt, dass er gewinnen wird. Aber es war für mich ist natürlich die Spannung, wäre es ein bisschen cooler, obwohl es jetzt schon so ist, dass ich mir denke, wie cool wäre es, wenn Red Bull alle Rennen in dieser Saison gewinnt. Das hat tatsächlich noch nie ein Team geschafft. Es war einmal knapp dabei. Fragt mir einmal, wann das war. Ich kann mich aber erinnern, es waren von 16 Rennen hat ein Fahrer 15 gewonnen. Insofern wäre es jetzt schon cool, wenn Red Bull die ganze Saison schafft, weil es einfach das noch nie gegeben hat. Und das wäre dann einfach wieder ein cooler neues Highlight, ein neuer Rekord. Aber natürlich für den Motorsport an sich, wenn ein Fahrer so dominiert, ist es zwar beachtenswert, aber jetzt vielleicht nicht das Spannendste, wenn der vorne wegfährt und alle mit 7 Sekunden Rückstand gleich mal hinten nachfahren. Max Verstappen ja auch WM-Leader. Was denkst du, macht ihn aus? Was macht ihn jetzt so stark und erfolgreich, dass er, wie du sagst, jetzt alles dominiert? Max Verstappen ist einfach ein Ausnahmetalent. Also der ist einfach ein Fahrer, wie es selten vorher gegeben hat. Also auch bei dem Lieblingsfahrer habe ich vorher nur mitlesen können bei den Kommentaren. Michael Schumacher, Ayrton Senna, da gibt es einfach sehr wenige davon, weil man könnte es jetzt mit Checo Pérez vergleichen. Checo Pérez sitzt im gleichen Auto und schafft nicht mal annähernd das, was Max Verstappen schafft, einfach weil der Max Verstappen in einer komplett eigenen Liga fährt. Der hat so viel Spaß im Auto, der hat so ein unglaubliches Gefühl für das Auto und da dominiert er einfach momentan. Natürlich, man braucht immer ein gutes Auto, also sonst wäre es nicht möglich. Red Bull hat da wirklich ein fantastisches Auto hingestellt, aber Max Verstappen fährt, wie gesagt, in seiner eigenen Liga. Und von Max Verstappen haben wir auch Fotos gefunden auf Social Media, die wir euch natürlich gerne zeigen können. Einmal in Jubelpose. What a way to finish a perfect weekend. War für ihn wirklich ein gelungenes Wochenende am Red Bull Ring. Und auch das Zitat, das ich mir da notiert habe von ihm, was du, glaube ich, auch repliziert hast mal, Helm auf, Hirn aus, so circa sein Motto. Ja, ist es definitiv bei jedem Rennfahrer so, dass man den Helm aufsetzt und dann das Hirn komplett ausschalten muss? Du musst ja auch ein bisschen mit Köpfchen fahren. Genau, na, es ist definitiv nicht bei jedem Fahrer so. Es gibt nur viele, die wirklich blöde Manöver fahren. Im Max Verstappen würde ich sagen, der hat halt viele Überholmanöver, die sehr aggressiv sind. Das hat man 2021 gegen Hamilton gesehen. Der hat sich dort einfach platziert, egal ob Hamilton Platz lässt oder nicht. Das war ihm vollkommen egal. Wenn er keinen Platz lässt, dann scheiden beide aus. Oder im besten Fall in seiner Perspektive nur Hamilton. Aber insofern war es für ihn auch in Kartzeiten, er ist gegen mich gefahren, aber nicht in der gleichen Liga, aber ein paar Jahre jünger. Und als er schon im Kartsport war, hat er immer auch in den Kartmanövern so aggressiv überholt, dass er einfach gesagt hat, entweder du machst Platz oder wir scheiden beide aus. Und Checo Pérez wollte ihm etwas zurückgeben, oder wie an diesem Wochenende vor der Schönberg geraden. Er hat es zumindest versucht. Man muss ehrlicherweise sagen, Checo Pérez hat momentan kein einfaches Leben. Der möchte sich seinen Sitz bei Red Bull behalten, hat jetzt mehrere Rennen nicht abgeliefert, inklusive ja eigentlich noch am Samstag am Red Bull Ring. Sonntag hat er dann endlich mal beweisen können, dass er es doch kann. Aber er ist einfach viel zu weit weg von Max Verstappen. Wenn er als Zweitfahrer ein bisschen hinter ihm wäre, wäre das, glaube ich, für Red Bull in Ordnung. Jetzt hat er aber schon so ein großes Loch und so eine große Lücke aufgerissen, dass er sie wirklich beweisen muss. Auf der anderen Seite, eine Garantie hat man nie. Also ich glaube, Red Bull möchte sicher keinen zweiten Fahrer, der in Max Verstappen Konkurrenz machen kann. Die möchten Max Verstappen als Erstfahrer haben und dass da nicht irgendwelche interne Duelle wieder sind. Und insofern kann man sagen, aber Sergio Pérez erfüllt seinen Job insofern, weil er jetzt da immer so ins Kreuzfeuer gekommen ist, möchte ihn da irgendwo ein bisschen beschützen. Er ist in der Gesamtwertung Zweiter. Red Bull wird ganz sicher Weltmeister mit Max Verstappen und sie werden auch als Team sicher Weltmeister, weil einfach beide Fahrer Max Verstappen definitiv abliefert und Sergio Pérez zumindest auf Platz 2 ist und somit auch noch immer gut genug abliefert. Insofern passt das eigentlich für Red Bull sowieso. Wollte ich ganz kurz auch einhaken. Checo Pérez, the best of the rest quasi. Würdest du das so unterschreiben? Momentan würde ich, nach Red Bull Ring war es natürlich Lando Norris, also auch Driver of the Day. Lando Norris hat einfach im McLaren endlich wieder aufgezeigt, wo wir lange drauf warten. McLaren war ja gut dabei 2021 und jetzt immer mehr nachgelassen und jetzt Gott sei Dank durch das Update, das sie gebracht haben, wo Lando Norris noch gesagt hat, es wird sich nichts bringen oder bitte messt dem nicht zu viel Bedeutung bei und plötzlich steht er da ganz vorne dabei wieder. Also hat das Update doch sehr viel gebracht. Oscar Piastri bekommt dieses Update dieses Wochenende in Silverstone. Und schauen wir, wo dann der McLaren steht. Und ich glaube, jeder freut sich, dass McLaren wieder mitmischen kann, dass da wieder mehr auch von McLaren kommt. Was würdest du sagen, wie ist jetzt die Rolle von einem Lewis Hamilton mit Mercedes? Der hofft ja natürlich immer noch auf seinen nächsten Weltmeistertitel. Hat er da eine Chance oder ist dann Max Verstappen doch zu überragend? Naja, jetzt auf der einen Seite sind natürlich die Windtunnelzeiten beschränkt worden, beziehungsweise mit 1. Juli kam die zweite Zeit, wo jetzt wieder die Windtunnelzeiten neu organisiert worden sind. Für die, die weiter hinten sind, bekommen mehr Windtunnelzeit. Insofern kann es sein, dass Mercedes, Ferrari eben da eben auch aufholt. Aber momentan, ja, ist Mercedes einfach nicht dabei. Sie sind aber definitiv besser dabei als letztes Jahr. Und insofern kann man nur hoffen, dass es jetzt nächstes Jahr wieder einen Schritt nach vorne geht und dass wieder mehr Dynamik in einem vorderen Drittel, sage ich jetzt mal, sich abspielt. Mhm. Bevor ich in Kürze auch gleich auf die Chatfragen eingehen darf, noch eine Frage von mir, weil du schon angesprochen hast, Kathi, Stichwort Mercedes, jetzt eben 7. und 8. Mhm. Im Summe trotz allem zu wenig, denke ich, kann man sagen. Jetzt hat es ja auch den Funkspruch gegeben von Toto Wolff zu Lewis Hamilton am Wochenende. Lewis, wir wissen, dass das Auto schlecht ist, fahr es einfach. Wie sehr sind eigentlich in Sachen Funksprüchen die Teams glücklich damit, dass man die auch hören kann über das TV etc.? Ich glaube, dass sie es teilweise schon auch bewusst so steuern, dass sie auch sagen können, okay, diesen Funkspruch lassen wir raus, damit alle wissen, das Auto ist momentan schlecht. Aber zum Beispiel, wenn man natürlich am Auto arbeitet, so wie sie auch letztes Jahr, das war in der Netflix-Serie ganz lustig, wie George Russell zum Auto hingeht und sagt, und das wäre vor der Saison, und irgendwie hat er gesagt, ja, ich habe auf das Auto geschaut und gemacht, verdammt, das ist schnell. Und alle, die jetzt so, also, natürlich, Netflix macht das ein Jahr später und wir so, na, die Sache ist, wenn man das Auto entwickelt und neue Sachen probiert, man glaubt, dass es schnell ist, aber man hat keine Garantie. Garantie hat man dann erst, wenn man auf der Rennstrecke ist. Und insofern haben sie neue Sachen ausprobiert und müssen schauen, ob das funktioniert oder eben auch nicht. Und in dem Fall hat es eben jetzt leider nicht funktioniert. Ich bin ja seit diesem Jahr Markenbotschafterin für Alpine und war in der Box dabei, in der Formel 1 Box, und da hört man eigentlich immer dann wirklich am Radio, wie viel das untereinander austauscht wird, und da ist wirklich, wirklich viel los zwischen Ingenieur und Fahrer, wo sich die Fahrer fast jede dritte, vierte, fünfte Kurve irgendwo eine Information von einem Ingenieur erfragen oder bekommen. Also du bist in der Box ja hautnah dabei. Nimm uns mal kurz mit, was sieht man da, was hört man da, was ist das für ein Gefühl in dem Moment? Ja, ehrlicherweise, es ist sehr, sehr cool, dass man da dabei sein kann. Aber es ist nicht ein viel anderer Einblick, als wenn man jetzt vor den TV-Kameras sieht. Natürlich, man steht auf der anderen Seite. Wenn man jetzt vorne die Garagen hat, hat man dann die Autos. Wir haben genau von der Kamera aus den anderen Blick, beziehungsweise wir gehen eben von hinten hinein, was halt natürlich einfach schon mal eine coole Erfahrung ist. Für mich war es wirklich A, die Radiofunk-Gespräche mitzuhören, beziehungsweise B, die Daten anzuschauen. Weil man hat dann einen abgesperrten Bereich. Also wenn man sich das jetzt vorstellen mag, da hat man eben die zwei Autos und man glaubt immer, alle stehen da frei rum. Dabei ist es eigentlich hinten so ein abgesperrter Bereich, wo auch Bildschirme sind, dass die Zuschauer oder die Gäste, die da sind, und es trifft jetzt auf jeden zu, außer wirklich die Hauptmanager. Wenn jetzt zum Beispiel irgendein Rennfahrer die Freundin mit hat, stehen die genau dort hinten, und da gibt es das nicht irgendwie gemütlicher Sitzplatz, sondern da stehen sie wirklich wie so eingezäunt, sind ein paar Bildschirme und man kann dort halt mitschauen. Was aber für mich eben super cool war, war die Daten zu sehen, weil du hast dann genau vor dir sind die Bildschirme, wo sie die Daten haben, und wenn man auch zum Beispiel Formel 1, das Fernsehprogramm schaut, kann man mit jedem Fahrer selber mitschauen. Und die haben halt beide Fahrer genau untereinander gelegt gehabt und daneben aber die Live-Daten dazu. Und das war halt schon sehr, sehr cool, weil ich die Daten auch verstanden habe und du bekommst wirklich, wo wer schneller und langsamer war, wenn du es halt ein bisschen auskennst, und hast da richtig mitlesen können. Und ich habe genau gesehen, in welche Kurve Esteban schneller ist als Pierre oder umgekehrt. Und das ist halt, wenn man sich ein bisschen auskennt, schon mega, mega cool. Und natürlich ist es cool, auch mal die Mechaniker wirklich live dabei zu sehen, wie sie die Decken rauflegen, wie sie es runterlegen, wie sie am Auto arbeiten. Es ist halt einfach eine Live-Situation, ist nochmal was ganz anderes. Aber ich sage jetzt einmal, so einen unglaublich besseren Einblick, außer die Daten hat man jetzt nicht unbedingt. Und wie schnell sie auch die Reifen wechseln, wenn es Not ist. Ja, absolut. Also das ist wirklich, wirklich unglaublich, wenn man zuschaut. Und das Coole war, ich war genau in der Box, als das Safety Car eine Runde durchgeschickt worden ist, wo sie hinten alle nachfahren mussten, weil sie die erste Kurve was repariert haben. Und das war dann schon cool, wenn du alle Autos einmal wirklich in normalen Boxen Gassengeschwindigkeit durchfahren siehst. Es ist echt ein cooles Erlebnis. Und unser Safety Car im positiven Sinne, das ist die Community mit wunderbaren Fragen, zum Beispiel von Philipp Ebner. Frage an dich, Corinna, natürlich. Wieso ist es so schwer, als Frau in die Formel 1 zu kommen, beziehungsweise ein Formel-1-Auto zu fahren? Passt, denke ich, ganz gut, die Frage, weil ja auch in der aktuellen Saison, wie auch zuletzt, man eine Frau vergeblich sucht im Teilnehmerfeld. Auf alle Fälle. Es ist so, dass, also erstens mal, danke für eure Fragen, freut mich sehr. Es ist ja ganz komisch, dass ich immer die Fragen nicht selber liest. Es ist prinzipiell so, dass Kartlizenzen sind nur, jeder, der Kart fährt, professionell Kart fährt, braucht eine Lizenz. Und es verfallen nur 6% der Kartlizenzen, das heißt bis ungefähr zum 16. Lebensjahr, an die Mädchen. Ab dem 16. Lebensjahr kann man eine höhere Lizenz haben für Motorsport im Sinne von Monocoque oder Rallye. Und hier verfallen nur mehr 4% der Lizenzen an Mädchen oder Frauen dann schon langsam. Und 4%, wenn man sich das jetzt ausrechnet, man hat 100 Fahrer, 96 Männer, 4 Frauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau so viel schneller ist als einer der 96 Männer und einen der begehrten 20 Plätze bekommt, ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich und sehr schade. Aber da fehlt uns einfach eigentlich, ich bin absolut nicht dafür, dass wir jetzt sagen, wir nehmen eine der 4 Frauen, nur dass wir eine in der Formel 1 haben. Sondern ich finde, es geht darum, dass wir viel mehr Eltern sagen oder viel mehr Menschen draußen sagen, geht's bitte mit euren Kindern, wenn es ein Mädchen ist, genauso Kart fahren und mit dem Burschen genauso zum Ballett, wenn wir jetzt irgendwo bei den Stereotypen sind. Ja. Und nicht irgendwie alles immer so gendergerecht trennen, weil wir brauchen einfach mehr Mädchen. Und wenn wir mehr Mädchen haben, haben wir mehr gute Mädchen und dann hat die Chance, dass eine in die Formel 1 kommt. Wie viel Respekt bzw. Angst, möchte Steve Marek wissen, bleibt denn noch, wenn man diese ganzen Strecken immer und immer wieder im Mordstempo runterbrettert? Ehrlicherweise, wenn man Angst hat, dann ist es der falsche Sport. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt sage, ich gehe Skifahren und ich habe Angst, dann wird da sicher was passieren. Das sind so wie die Schmerzen, die ich beim Zahnarzt antizipiere. Obwohl es nicht wehtut, es wird trotzdem wehtun. Und genauso ist es im Motorsport, wenn ich Angst habe, schaue ich dann meistens auch falsch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kurve habe, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Übersteuern habe, das heißt, mir kommt das Heck hinten weg und dann würde ich mich ja wegdrehen. Das heißt, ich würde ja eigentlich so irgendwo hinten hinschauen und ich würde mich so wegdrehen. Das solltest du aber eben genau nicht machen, sondern du sollst immer dort hinschauen, wo du hinfahren möchtest. Und genau so kannst du das Auto auch am besten abfangen. Das Problem ist eben, dass wenn man Angst hat, man eben falsch schaut. Das ist ja dann nicht mehr bewusst, sondern es passiert alles unterbewusst. Und insofern darf Angst nie, nie, nie eine Rolle spielen. Respekt, gesunder Respekt, ja. Man kann sogar YouTuben. Ich habe zum Beispiel einen schweren Unfall in der Eau Rouge gehabt, in Spa. Und fast 1:1 die gleichen Unfälle sind tödlich ausgegangen, erst letzte Woche und vor 4 Jahren. Mit Antoine Hubert und jetzt letzte Woche mit Delano, wo ich das Glück gehabt habe, ich bin Eau Rouge, habe ich Übersteuern bekommen, habe oben eingeschlagen und das war's dann. Ich habe dann eine schwere Gehirnerschütterung gehabt, das war aber absolut kein Problem, man ist froh, wenn man da gesund aussteigt. Und was bei den beiden anderen passiert ist, dass sie den ganz gleichen Unfall eigentlich gehabt haben, nur dass sie dann von einem zweiten Fahrer getroffen worden sind und eben tödlich verunglückt sind. Und insofern muss man sich schon klar machen, dass Motorsport jetzt nicht der gesündeste Sport ist und dass man natürlich nicht mehr aussteigen kann. Und das ist aber generell meine Lebenseinstellung, dass man nie weiß, wann der letzte Tag ist und zumindest kann man das machen, was man am meisten liebt. Du hast schon deine Rennfahrerkarriere kurz anklingen lassen und auch das Skifahren. Passt gut dazu die Frage von Da Xü, nämlich wie geht es dir nach einem Rennen? Einem Skifahrer tun die Wadeln weh? Wie ist das bei einer Rennfahrerin? Prinzipiell, das Coole im Rennsport ist, also nach Rennsport, ein kurzer Exkurs, habe ich Hindernisläufe gemacht. Also, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas kennt, so, wir haben in Graz zum Beispiel den Grazathlon oder die Spartan Races, das habe ich wirklich in ganz Europa machen dürfen. Warum? Und jetzt komme ich dazu, weil es beides braucht. Es braucht Ausdauer und es braucht Kraft. Und das ganz Gleiche ist beim Motorsport. Es reicht dir nicht nur, wenn du Kraft hast, sonst wären es alle Bodybuilder. Es reicht dir aber nicht auch nur, wenn du nur Ausdauer hast, sonst wären die alle richtig dünn. Und wenn man sich eben anschaut, die Rennfahrer, dann haben die es ja meistens relativ gut definiert, aber trotzdem schmal. Und insofern, wenn man von einem Auto aussteigt, ist es eher... Man hat eher Ausdauersport betrieben. Sage ich jetzt einmal in einem gesunden Pulsbereich zwischen... Am Anfang vom Start ein bisschen mehr, aber so zwischen 140 und 160. Aber natürlich, was man dazu, das sind einfach die Kräfte. Es wirken enorme Kräfte. Man braucht erstens einmal für die Gehkräfte enorme Nackenmuskulatur. Dann eben, um das Auto so schnell zu bewegen wie möglich durch die Kurve. Uns ist es ja eigentlich wurscht, wie schnell das Auto auf der Geraden geht. Das ist ja fast langweilig. Sondern was lustig ist, ist die Querbeschleunigung. Wie schnell kann ich durch die Kurve fahren? Und dann habe ich halt die Gehkräfte, die auf mich wirken. Und dann darf ich da nicht irgendwie so raushängen, sondern muss natürlich so stabil wie möglich sein. Insofern ist Core und Schulter-Armmuskulatur sehr wichtig. Und was auch viele vergessen, das Bremsen muss man mit einem relativ hohen Bremsdruck. Also man kann da nicht einfach nur wie beim Auto, sondern man steigt da eigentlich, man hat dann so einen, ist das jetzt gespiegelt? Ja, das passt gut. Die erste Bremseinheit ist eigentlich voll, 100% drauf und dann sollte man so langsam hinuntergehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Kurve habe und das dann hinten abflacht, das ist zum Beispiel der Moment, wo dann die Reifen blockieren und stehen bleiben, weil ich dann eben da nicht schön runtergegangen bin. Und eben genau so sollte man runtergehen. Aber da muss man halt wirklich mit einem sehr hohen Initialdruck die Bremse betätigen und insofern braucht man gescheite Oberschenkel. Aber Julian schreibt, Entschuldigung, man sieht fast immer nur das Genicktraining. Ja, das stimmt. Bitte. Ich wollte gerade fragen, wie schaut das so ein Trainingsalltag aus jetzt bei den Rennfahrern? Ist das Kraftkammer oder wie schaut das dann aus? Prinzipiell ist das viel Ausdauer, natürlich viel Laufen, viel Radfahren, also das wissen wir von Valtteri Bottas, dem bringt das ganz gut die Beziehung, weil die sind viel am Radlfahren. Fernando Alonso sieht man immer in den Bergen irgendwo Radfahren, im Winter sieht man sie viel Skitouren, aber eben viel Laufen und sonst kommt eben das Krafttraining dazu, was natürlich ihr gerade auch geschrieben habt, ist das einfache Nackentraining, das heißt zum Beispiel man legt sie wohin und hat dann Gewichtsscheiben, die man raufzieht, beziehungsweise es gibt schon eigene Sportgeräte, da haben sie einen Helm auf. Und dort werden die Gewichte dann dran gemacht, aber einfach über einen, wie sagt man, den Dingszug. Und dort unten sind dann die Gewichte drauf. Und so kann man dann eben auch das Genick trainieren, beziehungsweise klassische Übungen sind Gewichtsscheibe in die Hand nehmen und drehen und solche Sachen. Mit einem etwas schwereren Lenkrad sozusagen. Ja. Aber was es nicht nur braucht, neben den Muskeln, sondern auch sind hartnäckige Gedanken, die du ja auch hattest, wie du zum Motorsport gekommen bist, beziehungsweise wie du dann, glaube ich, die Profikarriere starten wolltest. Du hast deinen Laptop hergenommen, habe ich vernommen, und hast einmal ordentlich viele E-Mails geschickt, um zu Sponsoren zu kommen, weil die ganze Sache ja doch etwas, nennen wir es mal so, kostspielig ist. 12.000 Mails an alle Firmen, die es gegeben hat in einem Register. Ist das so? Ja, Motorsport ist eine der teuersten Sportarten, die es prinzipiell gibt. Insofern hat es Sponsoren gebraucht. Also es ist jetzt von meinem Elternhaus nicht alles finanziert worden, leider. Und insofern habe ich die Wirtschaftskammer-Homepage damals hergenommen und habe alle Firmen angeschrieben von A bis Z, ob sie nicht mit irgendeinem Betrag mich finanzieren möchten, mich unterstützen möchten. Und da hat es eigene Pakete gegeben. Ab 100 Euro war dann ein Sticker dort und ab 500 Euro war dann dort was. Und ja, so habe ich versucht, meine Rennfahrerkarriere zu finanzieren. Aber was auch bitter war am Ende, aufgrund eines Sponsorausfalls hast du deine Karriere auch frühzeitig beenden müssen. Genau, also es hat dann einen... Sehr, sehr früh eigentlich. Ja, also es hat dann einen gegeben, der hat mir einen Vertrag angeboten. Der war eben auch gerichtlich abzeichnet, insofern haben wir noch nicht wirklich Sorgen gemacht und dann hat es geheißen, passt, ich steige in die Formel 3 auf. Hab dann mit meinem Team auch getestet und die Formel 3 hat dann zu mir gesagt, du Corinna, hast du schon irgendwas gekriegt, geht das über dich? Und ich habe gesagt, nein, die haben gesagt, das geht direkt über dich und insofern, der hat seinen Platz vergeben und ich habe mein Team für das Jahr gehabt. Habe zu diesem Zeitpunkt, bin ich gerade von McLaren rausgekommen, also war in der McLaren Performance Academy und dann ist der, wir wissen es bis heute nicht, mit dem Geld entweder untergetaucht oder das hat es nicht gegeben. Weiß man leider nicht. Mhm. Aber wie bitter ist es jetzt für dich, wenn du jetzt über diese Rennfahrer sprichst, wenn du denkst, wer weiß, wo die Reise hingegangen wäre, wie sehr tut das noch weh nachher? Ehrlicherweise mir jetzt lang sehr, sehr weh getan. Also bis vor 2, 3 Jahren hat es wirklich, wirklich mir weh dann, weil es vorbei war und weil ich es auch gern gehabt hätte. Aber viele, die mich kennen, wissen, dass ich ja relativ ein Schicksalsanhänger bin und das jetzt nicht auf irgendeiner spirituellen Art und Weise, sondern ich denke, alles, was so im Leben passiert, passiert aus einem gewissen Grund und so wie man es gesehen hat, mein Unfall eben in Spa ist gut ausgegangen und oftmals, glaube ich, sind vielleicht verschlossene Türen auch gute Türen und insofern, natürlich würde ich gerne noch Rennen fahren, aber jetzt darf ich kommentieren und moderieren, über den Motorsport reden, da sitzen und das ist auch schon ziemlich cool. Aber wenn man sich das ganze Finanzielle auch nochmals vor Augen führt, wie schwer es da ist, nach oben zu kommen, könnte man dann nicht auch eigentlich meinen, die Formel-1-Weltmeister werden, sind ganz einfach die Reichsten und nicht die Besten? Sie waren zumindest zum richtigen Zeitpunkt richtig schnell und haben die richtigen Connections gehabt. Das Problem ist, um schnell zu sein, brauchst du schon ein relativ gutes Budget. Mhm. Weil nur wenn du schnell sein möchtest, brauchst du zum Beispiel sehr oft frische Reifen. Mit frischen Reifen kann ich dann im Qualifying besser abrufen. Und wenn ich dann im Qualifying gut bin, bin ich auf der Startaufstellung auch weiter vorn. Insofern ist es einfach ein Rattenschwanz, der sich mit sich zieht. Und ja, die vorne sind, sind sicher nicht vom ärmsten Elternhaus. Wir haben die nächste Frage vom Steve Marek. Er fragt, welches Auto fährst du denn privat gerne und vor allem wie groß ist da der Kontrast zu einem Rennwagen? Tatsächlich, Steve, habe ich, dadurch, dass ich Markenbotschafterin für Alpine bin, fahre ich eine Alpine A110 GT, hat 300 PS und wiegt 1000 Kilo, insofern super lustig. Und tatsächlich kommt die sehr, sehr nahe an den Rennsport, also gefällt mir das Auto auch so gut. Das fühlt sich aber eher wie ein Kart an, also sie ist sehr direkt, sie ist sehr leicht, sie ist sehr wendig. Zum Rennsport ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Also wenn man jetzt in einem Monocoque sitzt, erstens einmal, es ist alles eng, es ist alles bedrückend und man sieht ja natürlich auch relativ wenig. Man sollte so die ersten 5 cm vom Reifen maximal sehen. Ich bin mir lieber ein bisschen mehr gesehen, andere möchten wirklich nur die Oberfläche sehen. Und insofern sitzt man jetzt sehr tief und man hat einfach eine sehr innige Beziehung zum Auto. Und man spürt wirklich das Auto auf allen Stellen, wo es war, sich bewegt und wo es vielleicht eben untersteuert, übersteuert oder vielleicht auch unangenehm sich anfühlt. Und insofern, so ein Rennauto kommt halt wirklich wenig hin. Da passt auch die Frage von Ramon. Er fragt, hast du damals auch das Rennauto mitentwickelt? Nein, gar nicht. Also bei uns in den Nachwuchsserien sind Einheitsmonocoques. Das heißt, es sind wirklich alle gleich. Sie sind von Dallara zum Beispiel, die Formel 3 hat Dallara-Chassis, die werden von Dallara hergestellt. Und nur später dann in der Formel 1 sind die, dürfen die dann wirklich selbst, wie sagt man, entwickeln oder mitentwickeln unter anderem. Mhm. Schauen wir mal in den Ist Chat. Noch einiges los. Was Nein, ist das schnellste Auto zum Beispiel, das du jemals gefahren bist und wie viele km/h waren das, möchte Wanderboy KL wissen. Ich glaube, das schnellste Auto war wirklich die Formel 3 und eben, das ist es eben, ich habe keine Ahnung, wie schnell ich gefahren bin. Das ist eigentlich, das hört jetzt blöd an, aber es ist eher langweilig. Weil man fährt einfach nur Vollgas entlang und es ist ja, die Rennstrecke ist ja extra für solche Sachen konzipiert und insofern ist es eher die Kurvengeschwindigkeit, aber mit dem Formel 3, 300 km/h oder so, glaube ich. Ein bisschen schneller. Ich weiß es nicht. Auch ganz ordentlich. Ja, aber das vergeht so schnell. Man denkt eigentlich nur in die nächste Kurve und die Gerade hat einfach keine Challenge mit sich und insofern ist das auch nicht so spannend. Apropos Kurven, apropos Geraden. Wir hätten etwas vorbereitet und deswegen schlage ich vor, machen wir uns auf in den Hell of a Corner. So, da sind wir schon. Schaut lustig aus, oder? Corinna beginnt schon. Eine wunderbare Carrera-Rennbahn. Genau, wir haben jetzt die große Challenge. Ja, Corinna gegen mich und dann Corinna vermutlich als Gewinnerin gegen Benny. Schau mal, wer von uns beiden. Wie steht es um dein Selbstvertrauen, bitte? Aber ihr könnt noch die Aufwärmrunden fahren mit unterdessen. Ja. Wie viel gibt's denn? 3 Aufwärmrunden. Aber du bist flott, das weiß ich. Und wie viel fahren wir später? Nachher gibt es 10 Runden. 10 Runden. Genau, und wir haben da auch den Rundenzähler, den werden wir dann natürlich auf 0 stellen. Aber ihr könnt schon loslegen zum Einfahren. Reifen warm machen, oder? Immer besonders wichtig, Corinna. In dem Fall... Ah, ich bin schon rausgefallen. Der Benny ist heute unser Carboy und wir das alle tun. Ja. Da habe ich ja mehr zu tun, als wenn ich selbst fahre, Kathi. Wirklich? Ich glaube, es ist geschickt. Ach so, warte mal. Du bist der Red Bull Racing, ja? Okay. Aber du kannst auch dir denken, dass du mit dem anderen fährst. Ja. Ich glaube, also die 3 Runden sind um, oder? Ja, ich bin bereit. Auf jeden Fall mal rum. Schreibt gerne in den Chat, wer setzt sich durch? Setzt Team Corinna, setzt Team Kathi? Punktlandung fast. Ja. Schauen wir mal, stellen wir das dann noch auf 0. 10 Runden. Also 10 Runden gegen eine ehemalige Rennfahrerin, das ist schon eine Herausforderung hier. Ja, ehrlicherweise ist es ein bisschen was anderes, als was ich immer gemacht habe. Wie oft bist du das zuletzt so gefahren im Schnitt? So, tatsächlich, also Carrera-Bahn habe ich geliebt als Kind. Mhm. Aber ich glaube, sonst ist mehr als 15 Jahre her, wo ich das gemacht habe. Und gibt es da auch irgendwas zu beachten, weil du sagst, vor allem die Kurven sind interessant, gehst du ein bisschen runter vom Gas? Was sind ja, so natürlich. Also nicht so viele Tipps verraten jetzt an Kathi. Doch, bitte. Es gibt nämlich auch einen Preis, habe ich gehört, für den Sieger. Na dann. Okay, dann gebe ich dir nur einen Tipp. Ja. Nämlich dadurch, dass die Kurve nach oben geht, würde ich da ein bisschen schneller fahren. Ich glaube, das ist ein bisschen verräterisch. Und ein Looping gibt es auch, da werde ich auch wieder mal aufs Gas drücken. Das ist eine gute Idee. 10 Runden, ich würde sagen, du kommentierst das Ganze einfach. Perfekt. So, du bist der Silberpfeil, Corinna. Ja. Das ist richtig. Kathi ist Red Bull, das weißt du auch mittlerweile. Das blaue Auto, ja. Das blaue Auto, machen wir so. Das blaue Auto gegen das silberne und dann geht's los auf 3, 2, 1, ab geht's. Guter Start von Kathi, sehr gut. Und dann ist sie schon weg das erste Mal. So, welche Bahn bin ich? Ja, das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Kathi, du machst mir da Sorgen. Corinna, sorry, das ist alles nicht so leicht. Das ist Sichtbehinderung. Aber das gibt's ja gar nicht. Ich habe einfach nur... Ja, offenbar gibt es das, da kommt man gar nicht hin. Gas. Na, weniger, okay. Ah, wo starte ich? Warte mal, auf der rechten Seite. Hier, ja. Wie viele Runden haben wir schon? Oh je. Yeah. So. Ich glaube, das wird nichts mehr mit meiner Rennfahrerkarriere. Ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Karriere jemals war, Kathi. Hallo. So. Nein, der fährt nicht mehr. Ich glaube, der sitzt aber noch nicht fertig, oder? Oh. So, jetzt geht's wieder. Aber von Red Bull bin ich mehr gewohnt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. So, warte. So, ist ein hochprofessionelles Rennen jetzt mittlerweile. Aber Corinna, du bist bereits fertig. Corinna, du bist schon fertig, muss ich dir mitteilen. Also, hast du gewonnen, gratuliere. Ist schon vorbei. Schnell ist gegangen. Ich war zu sehr beschäftigt mit Autos wieder in die Spur zu bringen. Nächste Runde, Benni. Das heißt, ich muss jetzt. Ja, aber Red Bull habe ich gerade mitbekommen, ist nicht gut drauf. Da musst du jetzt durch. Ja, dann probieren wir das. Sehr also gut. Es steht 1 aber ich darf noch aufwärmen. Versus Admiral. Doch, doch, aber warte, Kathi, du müsstest mich da kurz herlassen. Wenn sie schlägt, so. So. Eine Aufwärmrunde für mich. Ja, der Benni hat schon geübt. So, ja, okay, das ist jetzt eine zweite. Perfekt, so, auf 0 wieder. Ah, Mama mir, okay. So, passt. Kathi, du musst das Startsignal geben. Jeder, los, wenn er rausfällt. Du stehst weiter vor. Seid ihr bereit? Ja, aber die Reifen sind auf der Linie, oder? Aber bevor ich mir was nachsagen lassen muss, so. Kein Vorteil hier für den Benni. Okay. Na. 3, 2, 1, go. Oh, Frühplatz, Corinna. Startvorteil schon mal für die Corinna. Aber Benni auch ganz gut unterwegs. Sehr schön in der Looping von beiden gefahren. Oh, jetzt Benni holt schon langsam auf, aber Corinna ist dann doch eine Spur schneller. Benni jetzt vorne. Muss ich daher haben eigentlich gesagt. Da von draußen. Hey, ja, natürlich bitter, wenn du... Ah, ja, ja, ja. Hey, hey. Aber nicht schlecht. Oh, oh. So. Ich glaube, jetzt ist... Ja, wie viele Runden habe ich gerade? Benni, du bist bei 10 Runden. Ja, dann fahre ich noch die Ehrenrunde für die Fans. Sehr gut, ich habe es geschafft. Ja, steht 1:1. Kann ich mir Admiral ins Tagebuch schreiben. Wunderbarer Sieg. Also, ja, wollt ihr noch eine Entscheidungsrunde machen, weil es steht jetzt 1:1. Ne? Ich glaube, Mercedes muss in die Boxengasse. Ich glaube, das ist der verbogen. Ja, weil du so brutal die Sache angegangen bist. Ja, jetzt bin ich wieder. Eine Ehrenrunde geht sich noch eine raus. Entscheidungsrunde, denn es steht jetzt 1:1. Kathi möchte uns nochmal sehen. Mach du das gerne. Wer hat den Gesamtsieg geholt? Aber ich finde das wunderbar, dieses Spiel. Ja, es ist super. Probieren. Ihr macht es auch wirklich weiter. Geht wieder, oder? Ja, jetzt geht's wieder. Möchtest du jetzt noch eine Entscheidung? Ja, ich möchte noch die große Entscheidung, wer holt sich den Sieg? 1:1, Team Admiral. Was glaubst du von mir? Gegen Corinna. Dann noch einmal. Das heißt, eine Entscheidungsrunde. Ist eh schnell vergangen, oder? Wer holt sich jetzt den Gesamtsieg? Eine Entscheidungsrunde. Ja, seid ihr bereit? Für eine Entscheidungsrunde. 3, 2, 5 Runden. Okay, 5 Runden. 3, 2, 1, go. Schon wieder ein Frühstück gemacht, gerne. Startvorteil für Corinna. Ah nein, da ist sie aus der Strecke raus. Sven jetzt eine erste Runde absolviert und fährt auch schon wieder souverän in den Looping hinein. Ah, ja. Aber auch er fällt hinaus. Das ist wirklich ein Herzschlagfinale hier. Aber zumindest passiert wieder sehr, sehr dramatisch. Wie viele Runden haben wir jetzt schon? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe meinen Autospur gewechselt. So, Benni ist jetzt, glaube ich, auf 5 Runden. Silberpfeil verdrängt und im Ziel. Ja. Ehrenrunde noch für die Fans. Ja, das bedeutet, der Benni holt sich tatsächlich den Gesamtsieg gegen Corinna. Ja, Benni, herzlichen Glückwunsch. Hast du nicht damit gerechnet, oder, Kathi? Ich bin stolz auf dich. Aber wir könnten nach der Sendung noch weiterfahren. Ich glaube, das machen wir. Sehr gut. Ich habe ja gesagt, es gibt einen Preis. Ja. Haben wir denn jetzt gewonnen? Ja, du hast ihn gewonnen. Ich? Du hast die Ehre, dieses tolle ein roter Ferrari. Rennauto zu gewinnen. Offiziell ein roter Ferrari. Nein, es ist ein Ford. Ich weiß, aber offiziell ist er rot. Und weil rot Ferrari. Den stelle ich mir zu Hause hin, wenn du mir überlässt. Ehrenpreis, wunderbar. Freut mich. Ich habe zu Recht so viel Gas gegeben hier. Aber auch am richtigen Ort ein bisschen Tempo rausgenommen. Anscheinend, ja. Kathi zu viel Gas gegeben. Ja, war zu schnell unterwegs. Ja, vielleicht spielen wir es wieder mal. Aber war wunderbar hier im Hell of a Corner. Hat so, Spaß gemacht, aber trotzdem mega gut gespielt. Also. Ja, ich wollte zu viel. Also eben dann, weil du mich dann überholt hast, ich dachte, ich kann schneller fahren. Aber dann eben leider doch. Ist das vielleicht ein bisschen ein Vorteil, die Rennfahrererfahrung? Oder in dem Fall, glaube ich. Sonst hätte Corinna gewonnen. Ja, in dem Fall, glaube ich, wenig. Die Daumen brauchen wir so. Ja. Aber der Benni hat auch trainiert vorab, muss man dazu sagen, aber trotzdem. Ja, insofern. Dankeschön. Aber. Wäre auch schön zu analysieren im Zuge des ORF-Motor haben einmal so eine Carrera-Rennaktion, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob wir dann noch wirklich ernst genommen werden würden. Willst du jetzt sagen, dass man uns hier nicht ernst nehmen soll? Okay, wir schweigen einmal und schauen uns unterdessen ein Foto an von dir im Paddock, in Spielberg, in Action auch. Ja. Das war eben genau in der Alpine-Box. Also da sieht man vorne eben die Bildschirme, hinten das Auto. Das war echt mega, mega cool. Und das war aber lustigerweise, das war sehr spontan. Also ich meine, das Kapperl habe ich schon einpackt gehabt. Ich wusste, dass es pink ist. Habe noch dazu einen pinken Rock angehabt. Also es hat wirklich ausgeschrieben, wie gebrandet, dass alles so perfekt zusammenpasst. Das war wirklich letztes Wochenende super, super cool für Alpine da im Einsatz zu sein. Und wenn du da so durchs Paddock marschierst, du bist ja eben, wie gesagt, selbst viele Rennen auch gefahren. Wie sehr tauschst du dich da auch mit anderen Athleten aus? Kennen die dich aus deiner aktiven Zeit? Tauscht man sich da auch aus, was das heutige Rennen betrifft jeweils? Also ich kenne ein paar Rennfahrer persönlich. Mit wem ich generell gegen ihn gefahren bin, ist mit Nick de Vries. Und der hat mir dann auch, also er hat nicht gewusst, dass ich für den ORF jetzt Moderatorin bin oder Kommentatorin oder Expertin. Und es war eben mega, mega süß, weil er ist dann im TV-Pan gestanden, dort, wo eben die ganzen Interviews geführt werden. Und er schaut mir dann eben so an und dann so... Also hat er echt voll lieb gefreut, weil ich mit den Sammern lang im Team gefahren bin und das war echt eine schöne Überraschung. Und dann, wie er dann bei mir hinten vorbeigegangen ist, Corinna, what are you doing? Also der war dann echt super froh und insofern, ja, ich kenne natürlich ein paar, aber ehrlicherweise, die jetzt dabei sind teilweise jünger als ich gewesen. Also zum Beispiel Carlos Sainz war gleich alt wie ich, aber die Sache ist, damals hat sie Formel Renault war noch sehr stark und hat sie NEC gegeben, die Northern European Championship, die bin ich gefahren und dann hat es auch noch die Alps gegeben und somit waren die Fahrer dann halt überall verteilt und es waren 40 Fahrer. Insofern hat man nicht mit allen so viel zu tun gehabt. Aber zum Beispiel Max Verstappen eindeutig jünger als ich und somit nie dort gefahren, wo ich gefahren bin. Und ist es dann eher so ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den Fahrern oder merkt man da schon so ein bisschen die Konkurrenz zwischen den Teams? Kommt drauf an, also es kommt auf die Teams drauf an. Manche verstehen sich besser, andere weniger schlecht. Also das beste Beispiel, glaube ich, ist Pierre Gasly mit Yuki Tsunoda. Die haben sich sehr gut verstanden. Lando Norris mit Carlos Sainz. Also das gibt schon gewisse Freundschaften dann auch immer wieder. Aber prinzipiell ist der im Team fährt dein größter Konkurrent. Ich muss nochmals ganz kurz eingehen auf die Community und auf unseren Hell of a Corner da drüben. Ach, das waren Zeiten, schreibt Christian Tesarek, bezogen auf die Carrera-Bahn. Pips Drem hat da dieselbe Meinung. Feels like 2004 again. Ja, das passt bei mir eigentlich auch fast ganz gut. Da war ich 10 Jahre alt, also... Sehr schön, ich setze auf die Erfahrung, schreibt Kommentar von Philipp Ebner, der meint nämlich, er befindet sich gerade im Zug nach Italien und schaltet extra rein, ist live dabei, um mit uns hier den Donnerstagabend zu verbringen. Team Sportshow hat wochenlang geübt, oder? Das kann ich abstreiten, ja, lieber Christian. Ja, der Benny gewinnt alle Spiele und hat noch nie davor geübt. Ja, dann würde ich mich halt einmal besser vorbereiten, liebe Kathi. Ja, ich lasse mich halt die Vogelperspektive hat Julian angetan. Motorschaden, ja, haben wir auch ein paar dabei gehabt, das stimmt. Haribos, diesmal nicht der Hauptpreis, sondern dieser wunderbare Ferrari alias Ford. Kommt ja, vielleicht haben wir nachher noch welche. Hat auch jemand gefragt. Ja, Julian, glaube ich, hat das geschrieben. Kommt der in deinen Trophäenschrank? Absolut. Von der Admiral Sport Show? Ja, da werde ich einen würdigen Platz dafür finden. Pipstrem macht Lust, wieder Carrera zu fahren. Gratuliere, Benny, vielen Dank, lieber Philipp. Und dann war da noch ein Kommentar von Steve bezogen auf dein rotes Outfit heute, Kathi. Du bist dein eigener roter Ferrari. Oh, stimmt. Stimmt. Ich habe sie jetzt erst da gerade gesehen. Du stichst da richtig schön raus mit dem Rot. Ja, stimmt. Ich passe zu dem roten Gewinnauto heute. Siehst du, deswegen hast du das nicht gewinnen müssen, weil du generell schon mit dem roten Kleid gewonnen hast. So ist es. Und die Frage war auch nach dem allgemeinen Gewinn heute, nicht dem Gewinn, den ich da abgestaubt habe, sondern nach dem Autogrammkartenset von Corinna mit den 50 € Admiral Wettguthaben. Gewinnen bzw. teilzunehmen am Gewinnspiel. Ganz einfach, euer Lieblingsfahrer, eure Lieblingsfahrerin hineinschreiben in den Chat, genau. Auf Twitch oder auf YouTube. Wer wäre das bei dir zum Beispiel? Auf all time würde ich euch raten, Pierre Gasly oder Mick Schumacher zu schreiben, weil genau diese 2 Autogrammkarten da dabei liegen. Vielleicht erhöht das die Gewinnchancen. Of all time, das ist schwer. Ich würde aber sagen, Niki Lauda, aber nicht, ich finde, es ist immer so ein bisschen teilweise schon abdroschen, das zu sagen, halt ein Sender Niki Lauda und so weiter. Aber ich finde, ihr habt den menschlich extrem geschätzt. Also da geht es gar nicht ums Rennfahren an sich, sondern einfach... was ich von ihm gehört habe, eben nie persönlich kennenlernen dürfen, ist er aber extrem am Boden geblieben und hat einfach den Motorsport geliebt. Er hat er ist immer am Boden geblieben und hat immer, und der coolste Spruch von ihm war, beim Interview von Claudia Stöckl bei Frühstück bei mir war, 80% der Fehler, die wir machen oder die Fahrer machen, sind sie selbst schuld. Und ich finde die Herangehensweise mega cool zu sagen, wie wäre es, wenn wir selbst bei unseren Fehlern schauen und nicht immer anderen die Schuld geben. Weil das ist auch bei uns, finde ich, im Alltag sehr oft, dass wir viel mehr bei anderen die Schuld suchen, als dass wir es bei uns selbst suchen. Und ich habe ihn einfach menschlich extrem geschätzt. Bei Frühstück bei mir, Claudia Stöckl, warst ja auch schon zu Gast vor kurzem. Wie war das für dich? Können wir auch ein Foto unterdessen uns noch kurz ansehen. Im wunderbaren Murtal, das muss ich jetzt dazu sagen. In Knittelfeld. Ja, genau, das war vergangene Woche. Also ist auch noch, falls ich Werbung machen darf, nachzuhören. Jederzeit. auf Spotify, Frühstück bei mir. Waren dann in Summe 40 Minuten. Tatsächlich ist aber, und das wissen viele nicht, das ist natürlich voraufgezeichnet und es wird dann geschnitten und es war in Summe, das haben wir 3 Stunden lang gequatscht. Wow. Ja, und dann habe ich gehofft, wenn es rauskommt, dass das noch spannend ist, weil nach 3 Stunden reden habe ich mir gedacht, hoffentlich interessiert es die Menschen, was ich dazu sagen habe. Und die Claudia hat einfach die richtigen Fragen gestellt, hat es wunderbar geschnitten und dann ist eben so was Cooles am Sonntag in der Früh rausgekommen, wofür ich so viel positives Feedback bekommen habe, wo ich unendlich dankbar dafür bin, dass die österreichische Gemeinde mir auch bei Dancing Stars, also auch jetzt eben bei Frühstück bei mir, nur mit positiven Kommentaren überhäuft hat. Und da bin ich wirklich froh, weil ich versuche, ich zu sein und ich versuche, authentisch zu sein. Und natürlich müssen wir aber irgendwo gemacht werden. Und das war wirklich, wirklich schön, dass mir Österreich das mit offenen Armen und Herzen akzeptiert und aufgenommen hat. 2 Anmerkungen dazu. Die erste Anmerkung, wenn ihr den Podcast Frühstück bei mir hört mit Corinna Kamper, gerne auch uns hören. Uns gibt es nämlich auch seit gefühlten Ewigkeiten schon als Podcast. Gerne mal vorbei hören in diesem Falle. Und die zweite Anmerkung geht an dich, Corinna. Aus dem Chat. Danilo Campisi. Fehlstart. Corinna gehörte ohnehin disqualifiziert. Bezogen auf unseren Hell of a Corner. Tatsächlich, ja, hätte ich das auch gesagt. Also, ja, also ich habe definitiv einen Fehlstart gemacht. Insofern, ihr schaut es aber genau, Mama, mir ist es ja. Ehrlicherweise hätte ich meinen Pokal, meine Trophäe sowieso weitergegeben. Das freut mich. Ja, nein, weil es war ja ein Fehlstart und ich war zu lieb und habe das unbestraft gelassen. Mir ist das mal aufgefallen, wo ich hier kommentiert habe. Ich habe es sofort angemerkt. Aber das ist eben meine Ehrlichkeit. Ich hoffe, ihr schaut euch das dann nochmal an. Und ich habe es beide Male selbst gesagt, dass ich einen Fehlstart gemacht habe. Also insofern nicht der intelligenteste Move von mir. Aber so wie es bei der Formel 1 ist, viele werden im Nachhinein bestraft. Und ich wurde jetzt bestraft. Mehr oder weniger mit dem 2. Platz. Apropos Danilo, Stichwort Dancing Stars. Ja. Du hast zuletzt vor kurzem, vor ein paar Sekunden, Minuten, schon selbst angesprochen, auch eine besondere Erfahrung auch für dich gewesen. Ja, Dancing Stars ist, als ich den Anruf bekommen habe, ich habe gewusst, dass ich es machen möchte, aber ich habe unglaublichen Respekt davor gehabt, weil ich aus dem Rennsport eben komme, die maskuline Rennfahrerin, und auf einmal ist sie da in kurzen Kleidchen und darf schauen, wie sie ihre Arme und Hände bewegt. Und habe Angst gehabt, dass ich so schlecht bin, dass die Leute dann schlussendlich sagen, ja, gescheiter wäre es gewesen, sie wäre beim Rennsport geblieben. Und ich habe gesagt, ich würde gerne bis zur Hälfte kommen. Und das war immer, es hat so Etappen gegeben. Ich habe zuerst gesagt, bis Sendung 5. Sendung 5 war Family and Friends. Da habe ich mit meinem Papa tanzen dürfen. Dann habe ich gesagt, passt, ich würde gerne Sendung 7. Bei Sendung 7 durfte ich für meine verstorbene Freundin tanzen. Und nach Sendung 7 habe ich mir gedacht, so, jetzt bin ich schon so weit, jetzt wäre natürlich das Finale schön. Und ja, dann wurde erst der wundervolle 2. Platz und war eine unglaubliche Zeit. Also habe es richtig genossen. Ich weiß auch, dass Danilo schaut, dass der eingeschaltet hat. Liebe Grüße an dich. Er hat ja auch das angemerkt mit dem Fehlstart. Ah, wirklich, das war so klar. Mama mia, du hey. Gibt es noch etwas zu besprechen dann im Nachgang diesbezüglich? DJ Dropkick möchte auch was wissen, irgendwo im Chat. Julian schreibt unterdessen, der Podcast beim Autofahren ist mega. Team Corinna ist der liebe Wanderboy. Frage an Admiral Sport Show. Christian Teserek fragt, wie findet man uns auf Instagram? Einfach eingeben, hätte ich vorgeschlagen. Und mit welchen Schlagwörtern? Schlagwort sagt, Admiral. Ich finde es immer, wenn ich es eingebe. Und auch auf TikTok natürlich, das darf ich auch anmerken. Da gehen wir ja schon auf die ersten 1000 zu, mit tollen Umfragen, mit wunderbaren Ausschnitten aus unseren bislang 63 Folgen der Admiral Sport Show. Und auch auf YouTube also und Twitch werden wir TikTok immer mehr folgen, auf Instagram folgen. Da haben wir jetzt ja wie viele jetzt schon auf Instagram? Auf Instagram haben wir die 6.000 geknackt. 6.000 geknackt und YouTube jetzt dann die 16.000. Also gerne folgen, Like da lassen und natürlich auch bei unserem Gast auf allen Socials vorbeischauen. Was hast du außer Instagram? Hast du noch andere Portale, TikTok vielleicht? Tatsächlich nicht. Also Instagram bin ich Corinna Kamper, in einem an durch. Corinna Kamper. Und es ist bei mir, ich habe mich auf irgendwas konzentrieren wollen. Und weil eben Gott sei Dank sehr viel in meinem Leben passiert, also ich bin ja eigentlich selbstständig und habe eine Bootsführerscheinschule, dann war jetzt Dancing Stars, dann bin ich eben noch beim ORF Kommentatorin, sowohl für die ganze Saison Formel E, als auch Formel 1 eben fürs Motorhome. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, ich muss mich auf einen Kanal konzentrieren und das ist bei mir Instagram, da war die Reichweite einfach am höchsten. Ich glaube, das ist auch für das, was ich brauche und mache, der beste Kanal. Deshalb nur auf Instagram. Es gibt eine Facebook-Seite, wo ich immer Sachen teile, aber ehrlicherweise nicht so brav bediene. Also gerne ein Follow da lassen und dann verfolgen, was du so machst in der nächsten Zeit. Was ist so geplant bei dir? Was sind die nächsten Highlights? Urlaub, Gott sei Dank. Tatsächlich ist es für mich seit Anfang des Jahres, zu Beginn vor Dancing Stars, habe ich mich auf Dancing Stars mit Privatstunden ein bisschen vorbereitet. Dann ab 6. Februar war ich bei Dancing Stars dabei und es ging eigentlich jetzt die ganze Welle auch von Dancing Stars und Motorsport ging bis eigentlich diese Woche Samstag. Mhm. Also ich habe noch keinen einzigen freien Tag in diesem Jahr gehabt. Wow. Und freue mich sehr auf den Urlaub. Und es geht jetzt einmal nach Sizilien, die Heimat von Danilo, anschauen und Kroatien. Okay, das heißt gemeinsamer Urlaub? Das kommt in die Frage. Also mir kommt vor, wir haben gesagt, es kommt. Kathi. Grand Prix von Silverstone ist am Wochenende, Corinna. Ich helfe dir weiter. Ihr wärt tatsächlich die Ersten gewesen. Ihr wärt besonders gewesen, wenn ihr nicht gefragt hättet. Und das wollte ich mir bewahren und dann grätscht die Kathi mit dieser Frage rein. Ist so. Aber viel Spaß auf jeden Fall. Wie auch immer der gestaltet wird, dieser Urlaub. Das heißt, darf Corinna selbst entscheiden, so ist es. Das heißt, du hast schon den Ausblick auf Silverstone. Genau, ich wollte dieses Thema außen vor lassen. Du hast... Was erwartest du dir vom nächsten Rennen? Soll so sein. Also ich hoffe, dass McLaren wieder mehr die Lücke schließen kann, dadurch, dass Oscar Piastri jetzt ja auch das Upgrade bekommt. Red Bull wird dominieren, also Max Verstappen wird das Rennen gewinnen. Ich hoffe sehr darauf, dass Mercedes ein bisschen aufschließen kann. Es ist ja auch das Heimrennen. Und ich finde, nie außer Acht lassen soll man die Teams im Mittelfeld, beziehungsweise mehr oder weniger im Mittelfeld. Aston Martin ist ja an und für sich stark dabei, oder einer davon ist immer super stark dabei. Auch letztes Wochenende. Stroll war auf 4. Fernando Alonso 5, also vielleicht ist es doch nochmal, wieder können sie wieder mehr mitspielen, aber ich finde momentan die Dynamik cool, es ist Ferrari, es ist Aston Martin, teilweise Mercedes, es ist eigentlich ganz bunt gemischt dort vorne, nach Max Verstappen, also es ist eigentlich die Saison Max Verstappen und dann dahinter kämpfen sie um die Plätze und ich hoffe, dass da dieses Wochenende wieder ein so spannendes Rennen erwartet, Silverstone, England, Regen ist nicht unwahrscheinlich. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Und bevor Kathi jetzt noch eine weitere Beziehungsfrage stellt, werfen wir bitte, liebe Regie, noch schnell den Rennkalender hinein ins Geschehen, was uns da in Zukunft ohnehin noch erwartet. Nach Silverstone, dann Budapest, dann Spa und dann geht es weiter in den Niederlanden. Da wird es natürlich dann abgehen mit den Max Verstappen-Fans. Was ist so ein Highlight, wenn wir so auf den Rennkalender schauen, wo du dich noch besonders jetzt drauf freust? Las Vegas. Ah ja, natürlich. Amerika, auch relativ frisch dann auch dort. Eben, weil es neu ist, ist es cool. Ich finde die ganze Inszenierung meistens nicht so cool, aber es bringt einen frischen Wind wieder rein. Und so wie wir zum Beispiel Red Bull Ring über die Track Limits geschimpft haben, finde ich, man sollte mehr Zugang dazu haben, wenn wir aber über nichts zu sprechen haben, ist es ja auch wieder langweilig. Insofern kann man sagen, okay, Miami und wahrscheinlich immer Las Vegas ist groß und pompös und mehr Show als Rennen, aber da haben wir wieder was zum drüber reden. Und das Gleiche wie zum Beispiel im Red Bull Ring mit den Track Limits, können wir eben sagen, wir haben was zum Reden und wir können sagen, hey, das ist cool oder das ist nicht cool, aber wenn alles immer regulär und gleich jede Woche runterläuft, dann ist es auch nicht spannend und insofern finde ich das immer ganz cool, wenn was anderes passiert. Und es passiert auch was in Sachen Quoten, selbstverständlich auf admiral.at, zum Beispiel auch, was das Silverstone-Rennen am Sonntag betrifft. Quote auf Sieg Verstappen, wenig überraschend, nicht sehr hoch mit 1:1,3. Perez dann schon etwas höher mit 1:8,2, Hamilton 1:12. Und dann, wenn man auf die Top 3 gesondert setzt, alles eng beisammen. Langzeitwetten gibt es übrigens auch in Bezug auf die Weltmeisterschaft, allerdings ohne Max Verstappen gerechnet, ebenso was die Konstrukteurs-WM betrifft, ohne Red Bull gerechnet, weil das offensichtlich schon relativ klar ist, muss man auch dazu sagen. Aber Mercedes zum Beispiel 1:2,3, Aston Martin 1:2,55. Eine Frage in Sache Zukunft würde mich noch interessieren, weil sie auch im Chat gestellt worden ist, die Frage, wird es in Zukunft überhaupt noch Verbrennerrennsport geben, um das ganz kurz noch aufzugreifen zum Schluss? Oder ist das aufgrund des Klimawandels und der Geschichten in diese Richtung dann schon etwas schwieriger zu bewerkstelligen, vielleicht in ein paar Jahren? Nein, die Formel 1 strebt es natürlich an und somit auch die alle anderen weiteren folgenden Klassen. Also sie haben ja dieses Net Zero bis 2030. Ich glaube, ganz ausschließen kann man es nicht, weil einfach uns noch die Alternativen fehlen. Ich finde es aber wichtig, dass wir suchen und schauen, welche Alternativen möglich wären. Eben, sprich Wasserstoff unter anderem auch. Und ich finde Formel 1, viele sagen dann immer die Umwelt und was weiß ich. Aber wir haben da die besten Ingenieure der Welt und auch die können nämlich was in die richtige Richtung bewegen, dass wir sagen können, wir können auch in Zukunft was gegen Umweltschutz machen, weil wir die Formel 1 haben, weil wir die besten Ingenieure haben, die dafür was machen müssen und die auch in diese Richtung sich ja weiter bewegen müssen. Nur wenn man jetzt Motorsport liebt, heißt das nicht, dass man Umweltschutz hasst. Ich finde, das sollte man nie so ausschließen. Und nur weil jetzt, keine Ahnung, wenn man Formel 1-Fan ist, heißt das nicht, dass man, keine Ahnung, mit dem Plastik durch die Gegend wirft und die Mülltrennung einem vollkommen egal ist. Ich finde, man sollte es einfach prinzipiell trennen. Formel 1, das ist der Motorsport und die sind aber auch dafür da, dass sie in Zukunft vielleicht sich mehr in die richtige Richtung bewegen können und auch hoffe, dass sie das machen. Aber ich finde, man sollte es nie restriktiv ablehnen und sagen, na sicher nicht. Und in der nächsten Saison dann mit einem Rennen mehr als noch in der aktuellen. Ja. Zeit, um den Glückstopf anzuwerfen, hätte ich vorgeschlagen. 5 vor 8. Es wird Zeit, ihn umzurühren. Er wird umgerührt. In der Zwischenzeit schreibt Philipp, danke für heute, Corinna. Bin dir gleich gefolgt. Das war aber schnell auf Instagram. Schnell ist schon umgerührt worden. Dann faltet eines Amtes. Gewinner oder Gewinnerin der Verlosung ist DayXY. Taxi sozusagen, Taxi. Wie auch immer. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Herzlichen Glückwunsch. Und eine Bitte, die du sicherlich schon kennst, schick uns einen Screenshot von deinem YouTube-Profil an sportshow@admiral.at, damit dieser wunderbare Gewinn der heute schon 63. Folge der Admiral Sport Show auch bei dir landet. Dann schauen wir noch einmal abschließend auf den Chat, was sich da sonst noch tut. Schönen Urlaub wünscht Philipp. Dankeschön. Julian freut sich schon auf Spa und ist glücklich, solange es spannend ist. Das wird es mit Sicherheit auch am nächsten Donnerstag wieder dann mit Paraschwimmer und ORF-Moderator auch mit Andreas Onea. # einfach leiwand, schreibt Absolut. Der Wanderboy. Auch überhaupt der Andi Oneas. Sehr, sehr leiwand und ihr könnt sich riesig drauf freuen. Ein großartiger Mensch. Lustig überhaupt. Lustig. Und gerne auch einschalten. Nächste Woche wieder mit dabei sind. Ganz, ganz viele Kommentare schreiben auch heute. Vielen Dank an alle, die so aktiv waren im Chat, die ganz, ganz viele Fragen gestellt haben. Und natürlich dir, Corinna. Vielen Dank, dass du heute da warst. Danke für die Einladung. Vielen War lustig, Dank. Obwohl ich verloren habe. Und vielleicht gibt es ja noch eine Revanche. Vielleicht bin ich ja noch gültig heute. Aber den gebe ich nicht mehr her. Der kommt in die Trophäenvitrine. Genau. Als erstes Unikat. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Bis nächsten Donnerstag. Ciao. Schönen Abend. Ciao. Baba.